Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir sind gerade dabei, diese Philakitai alle zu töten. Also nicht alle zu töten, aber irgendwie dafür Sorge zu tragen, dass die Straßen von denen sauber sind. Ich wüsste nur gerne, wie ich da reinkomme. Ich muss hier mal rein. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, ich muss auch nur mal eben kurz hier rein. Mal kurz gucken. Da könnte ich so durch, das geht. Was? Oh, ich bin hier gerade im königlichen Palast. Das macht das Pferd nicht, das ist klar, das muss ich selber machen. Du bist tot. Hey, was? Aber habt ihr mal gesehen, dass wenn er so also tief runterspringt und man so denkt, so, oh Gott, jetzt ist ne tot, dass er dann sein Bein ein bisschen nachzieht und humpelt? Nicht gut. Wir sind im Vorteil. Scheiße, der hat er jetzt echt gedacht, der kann, wenn er da ins Wasser springt. Naja, gut. Kann man verstehen. Handy hatte vibriert. Mein Erinnerungsweck hat wieder geklingelt. Ich habe so eine Fitbit-Uhr. Nicht so halt. Ja, ne? Was man halt damit macht, Fitbit, ne? Kalorien eintragen, essen und so. Das sind Gennadius Philakitai. Das ist das Waffenlager, von dem Phanus erzählt hat. Auf jeden Fall, und halt, ja, die halt so die ganzen Aktivitäten aufzeichnet, Schrittlänge und das alles. Ja. Und ich muss das immer eintragen, einmal am Tag. Wenn ich das getan habe, töte alle Wachen. Wow. Das ist ein bisschen hart. Irgendwelche hetzerischen Gedichte vom Stapel gelassen. Ich hasse Dichter. Nee, ich wollte die Ausrüstung haben. Und zwar wollte ich Giftpfeile haben. Gut. Er wird ein nützlicher Pisspot sein. Man kann auch nicht ins Feuer treffen. Du kommst hier nicht vorbei. Gemeinsam! Werdet ihr jetzt sterben? Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Hier kommt keiner lebend raus. Verlass dich drauf, Philos. Hey, zu mir, Brüder! Halt mal die Augen offen. Hey! Ah, der ist jetzt auch tot. Einen habe ich noch. Man kann so vorgehen, oder man kann auch so vorgehen. Auf jeden Fall ist die Sache sehr schnell erledigt. Zu unserem Auftraggeber zurück.
Mal durch das ganze Gestrüpp durchschlagen. Hä, wo sollten wir? Ach so, das war der mit den... War das der mit dem Bordell? Ja, das war der mit dem Bordell. Nö, geht hier einfach nur so spazieren. Bayek, du bist zurück. Ist es getan? Sind die Straßen frei, damit unsere Poeten die Revolution verbreiten können? Die Philaketei von Gennadios sind erledigt, Phanos. Bayek, du bist wie ein Poet des Tötens. Füllt die Stadt mit euren Wörtern. Ich liebe dich, Bayek von Siva. Von allen Magi wird man sich an dich am ehesten erinnern. Da bin ich doch offen. Wir haben ein Reittier gekriegt. Basus. Dieses heilige Kamel wird so sehr verehrt, dass einige Legenden besagt, dass ein Krieg zusammen Ehren ausbrechen würde, sollte es jemand töten. Okay. Ach, das ist das mit dem Flecken, was ich so toll fand. Oh. Das ist aber süß. Wo ist sie denn? Schon wieder einer, die Milch geklaut. Ich schätze nicht, dass dein griechischer Nachbar diese Brandstifter beherbergt. Das würde es einfacher machen. Aber nein, das sind definitiv ungebetene Gäste. Bleib hier in Sicherheit. Ich werde diese... Neck, nein! Du wirst hier in Sicherheit bleiben. Und ich werfe mich ins Schlachtgetümmel. Ha, eine Bauernkriegerin mit Sehnsucht nach der Duat. Schön. Tanzen wir gemeinsam. Das war einfach. Diese verfluchten Feiglinge. Wir dachten, wir sparen dir Zeit und kommen zu dir. So lang hab ich dich! Wenn wir dich doch. Hier schlag ich dich tot! Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Die Fesseln waren so eng. Ich spüre meine Beine nicht. Bring mich weg von hier. Ich glaube nicht. Die Fesseln waren so eng. Ich spüre meine Beine nicht. Bring mich weg von hier, bevor noch mehr Banditen kommen. Oh, schwerer als du aussiehst. Möchtest du vielleicht, dass ich ihn trage? Oh mein Gott, jetzt weiß ich, woher mir ihre Stimme bekannt vorkommt. Das ist dieselbe Synchronsprecherin, die auch bei Orange is the New Black die Crazy Eyes spricht. Übrigens, klasse Schauspielerin. Zahra. Das war furchterregend. Neck! Bion, wir können nicht in Angst leben. Du musst dich wehren. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter, Zahra. Ich erzähle allen Griechen von Zahra, der Bauernkriegerin. Wir müssen das Nest der Banditen finden. Ich weiß vielleicht, wo es ist.
Meine Diener verfolgen Reiter aus der Weißen Wüste im Norden. Da draußen ist nichts außer ein paar Ruinen. Und sie erwähnten den Namen Sohn des Re. Ich glaube, das ist ihr Anführer. Sohn des Re? Bald ist er der Sohn von gar nichts. Also los, auf in die Wüste, Bayek. Ja. Bayek, wir sollten langsam los. Es ist ein weiter Weg. Gut, dann mal los. Ich reite auf Kamel und du? Ach, du reitest mit. Toll. Ach, ist das süß. Oh, ich mag das. Was ist los? Oh, ein Krokodil. Nun, was mach ich worüber denn? Sprachen wir noch gleich? Ach, was mache ich denn? Du kannst mich aufgeben, du Hund! Komm schon, Meta. Bist du immer so langsam? Kommst du jetzt mal bitte? Es ist doch jetzt schon vorbei. Ah, das war gut. Wo waren wir? Aus dem Weg! Wir haben keine Zeit! Was macht... Warum kommt sie denn jetzt nicht schon wieder mit? Was ist los mit dir, Frau? Steig auf. Lass uns losgehen. So. Was macht sie denn da singen, ey? Was zum... Warum will die nicht da durch? Verstehe das gerade nicht. Schnell, Magi! Wow. Komm. Wenn du denkst, dass ich den... Lass uns losgehen. Oh, weißt du was? Dann komm, dann laufen wir halt. Wenn du durch die Wüste laufen willst, bitte. Ja, komm, die will da nicht hin. Na doch. So, und jetzt mit dem Kamel, bitte. Wow. So. Schön, geht doch. Götter, bei Anubis, ich liebe die Wüste. Sie hat mir immer schon Ehrfurcht eingeflößt. Na, bis vor die bei meinem ersten Besuch habe ich geweint wie ein kleines Girl. Ich weiß nicht warum. Mein Vater meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Die Wüste zeigt jedem ein anderes Gesicht. Ja. In der Nacht wird es sehr kalt. Eine Kämpferin wie du muss das Interesse der Bauern wecken. Wolltest du nie eine Familie? Hast du niemanden im Sinn? Ich kämpfe zu viel. Nun, ein Magi-Krieger könnte das vielleicht ändern. Das ist eine Einladung. Das da vorne sieht nach Ruinen aus. Verdammt, Bayek. Wir müssen weiter. Oh. Was war das denn? Sie fällt da erstmal runter. Du weißt, dass der Sohn des Re verrückt ist, oder? Endlich! Warum? Weil er nicht ist wie alle anderen? Er hat uns die Augen geöffnet. Ich kann ihn treffen. Was habe ich denn hier? Kommt her, küsst meine Klinge. Dafür lasse ich dich leiden. Stirb endlich. Zu langsam. Hab ich dich. Oh. Alte Andenken und Plunder. Recht persönlich. Und alle haben Feuerspuren. Meine... Achso.
Meine kleinen Kinder, wir leben in ungläubigen Zeiten. Ihr seht es, diese Welt ist verloren, doch ich werde sie verbrennen. Mein Tod wird mein Aufstieg sein. Keine Sorge, Götter sterben nicht, sie geben nicht auf. Bla. Ich töte dich! Kiss meine Klingen, du Scheißkerl! Nun, worüber sprachen wir noch gleich? Das war nicht ihr Anführer. Der Sohn des Reh, ihr wahrer Anführer, gab aus dem Gefängnis Befehle. Soldaten haben ihn bei einer nahen Karawanserei in Gewahrsam. Er hat die Brandstiftungen angeordnet. Er hält sich für einen Gott und unbesiegbar. Dann lassen wir den Drecksack bluten und beweisen ihm das Gegenteil. Ach, ist das ein eigenes Pferd? Oh. Mein armes Kamel, ich lasse es da stehen, ganz alleine. Du kämpfst gut, Bayek. Du aber auch. Deine Erfahrung zahlt sich aus. Ist sie noch hinter mir? Ja, ist er. Die Banditen glauben, der Sohn des Reh sei ein Gott. Wie hat er sie davon überzeugt? Rehs Sohn? Das ist doch verrückt. Und auch unheimlich. Ich habe sowas schon gesehen. Wenn man unbedingt an etwas glauben möchte, glaubt man an alles Mögliche. Und tut alles Mögliche. Oh. Ach so. Zahra. Diskutiere bitte nicht darüber. Ich muss den nächsten Schritt alleine tun. Hör bloß auf mit der Kamelscheiße. Ich sitz nicht rum und warte, während du kämpfen darfst. Hör zu. So ist es besser. Allein ist es für mich viel einfacher. Schon gut. Mach, was du willst. Ich bin in der Nähe. Die hat sich ja schnell überreden lassen. Hätte sie nicht noch ein bisschen rumzicken können? Ich mach so Sachen ungern alleine. Dass da schon wieder einer gescheitert. Ich schlief in einer Mulde im Boden. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Der Schwachkopf ist gemeingefährlich. Er hat seine eigene Privatarmee. Die tun alles, was er ihnen sagt. Vor denen habe ich sogar noch mehr Angst. Irgendwie hat er noch Kontakt zu ihnen. Wie könnte ein Sterblicher das tun? Und wenn er ein Gott ist, halten die Gitter ihn nicht auf. Ist der überhaupt noch da? Ausrüstung, was habe ich denn da jetzt? Giftpfeile sind leer. Ich komme gerade von meiner Runde. Ich bin nicht der, ist noch da. Der Hauptmann würde ihn gerne hinrichten, aber einer von ganz oben... Was? Stirb, du Wurm! Da bist du ja! Hier brennt alles. Los, schlitz ihn da hinten auf. Sorry, Miezekatze, da muss ich das tun. Hey! Danke. Ich lebe. Ich atme die Luft. Ich spüre den Boden unter den Füßen. Aua! Und dann ich muss die Katze retten. Oh Gott, der Löwe brennt.
könnte den Tod ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich habe Besseres zu tun. Hey, was hast du hier verloren? Das war's. Stirb! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Mein Gegner, du hättest fliehen sollen, als du noch konntest! So, sehr schön. Was? Oh, noch einer? Hey, was? Und dann da! Stirb, du Wurm! Wo kommt denn der andere jetzt her? Okay. Hey, ihr werft eure Leben weg für einen Gott? Ich bin ein Nichts. Ein Niemand. Aber wenn der Sohn des Re auf dem Berg steht und sagt, tut es, dann wird es getan. Ach, Neck! Du ließt sie morden! Ich bereue nichts. Bereut Bayek von Siva etwas? Ich verlor meine Familie. Du verlorst deine Familie. Wir haben das Recht zu tun und zu lassen, was wir wollen. Nein! Wir haben nichts gemeinsam. Du brennst Häuser nieder. Du tötest Unschuldige! Du bist wahnsinnig! Du Heuchler! Ah! Du könntest 100 Leichen vor mir aufstapeln. Es würde mich nicht ändern. Die Welt wird brennen! Der Orden kann sie nicht retten. Und du wirst mit ihr brennen. Mögest du eingehen in das Land der Duat? Also die Zwischensequenzen da in dieser Duat da, oder was sie da er machen? Er ist tot. Sahra wird froh sein. Finde ich gut gemacht. Wow. Bewegung, los! Nur oh nein. Wow. Sag mir nicht, ich reite direkt auf den Zoo. Der Sohn des Reh ist tot. Es war verstörend. Sein Wahnsinn hat beinahe Sinn ergeben. Du findest in jedem Wahnsinn eine gewisse Logik, wenn du tief genug hineinschaust. Also was nun? Die Feuer sind aus. Die Höfe sind sicher. Ich weiß nicht, aber ich habe Hunger. Kehren wir zu meinem Hof zurück, um den Frieden zu feiern. Ist das eine Einladung? Du bist der Magi. Du findest es schon heraus. Mein Tor steht dir offen und meine Früchte sind süß. Mm. Oh weh. Da hat aber einer mit uns gebaggert. Da hat aber einer mit uns sowas von gebaggert. Dämonen der Wüste haben wir jetzt noch. Oh. So. Ja, so geht's auch, ne? Definitiv. Mein Tor steht dir offen und meine Früchte sind süß. Vielleicht ist das der neue Anmachspruch. Das sollte ich auch mal zu jemandem sagen. Boah. Wo will er mich denn jetzt hier hin? Oh. Lotsen, da hinten ist doch... Ich sah die Bestien mit eigenen Augen. Alle sind verschwunden. Die Monster entführten sie bei der Feldarbeit. Götter, rettet uns! Oh. Was ist geschehen? Wir wurden von Dämonen angegriffen. Sie haben den Jungen. Welchen Jungen? Warum hat sie niemand aufgehalten? Ich wollte
Aber ich bin nur ein Bauer, kein Krieger. Der Junge war verrückt. Er dachte, er könnte gegen die Dämonen kämpfen. Er ist nur ein Junge am zerstörten Turm. Ich lief weg. Ich bin... Ein zerstörter Turm. Ich kann einen Jungen nicht allein in der Wüste lassen. Ich muss ihn finden. Ich entkam Anubis, blickte den Dämonen in die schwarzen und brennenden Augen. Hyänen. Das muss der zerstörte Turm sein, den der Verrückte erwähnt hat. Dann hat er also nicht nur Unsinn erzählt. Okay. Ach so, hat wirkt schon. Ja, schlaf doch. Na, kann ich schon wieder nicht töten. Ja, kann ich schon wieder nur töten. Das sind doch alles nur Hyänen. Junge, was machst du alleine hier draußen? Das geht dich gar nichts an. Was will denn ein Beschützer hier? Es gibt Gerüchte über verschwundene Dorfbewohner, Dämonen und einen vermissten Jungen. Unser Dorf ist nicht verschwunden. Wir wurden von Banditen entführt. Nur ich bin noch übrig. Aber ich gehe zurück und rette meinen Vater. Wenn du alleine in die Wüste gehst, wirst du sterben. Dann sterbe ich. Was soll ich denn sonst tun? Du bist tapfer, aber töricht. Dein Vater würde sicher wollen, dass du lebst. Ich lass dich nicht alleine gehen. Komm mit, wenn du willst. Ich muss meinen Vater retten. Du bist nur ein Junge, doch. Du bekommst, was du verdienst. Nicht töten. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Genau, die gehört zu uns. Also gut, wo waren wir? Du bist nur ein Junge, doch du hast die Entschlossenheit eines Mannes. Dein Vater wäre stolz. Beeilen wir uns. Die Wüste verschlingt uns, wenn uns die Hyänen nicht zuerst finden. Folge mir. Ein Sandsturm! Wir müssen geradewegs da durch! Die Hyäne kommt nie mit. Um zu warten. Dein Vater! Bist du sicher, dass er lebt? Nein, aber ich muss es versuchen. Meine Mutter starb vor vielen Fluten. Ich erinnere mich nicht an sie. Mein Vater zog mich alleine groß. Ich muss ihm sein Pferd bringen. Tot oder lebendig, er wird es im Jenseits brauchen. Wenn er lebt, dann rette ich ihn. Wenn nicht, dann ehre ich ihn durch meinen Tod. Dann reiten wir gemeinsam durch die Gefilde der Binsen. Scheiße. Und nun? Aufs Boot, okay. Nicht aufs Boot? Junge, du musst hierbleiben. Der Weg ist zu gefährlich. Ich werde tun, was ich kann, um deinen Vater zu retten. Meinen Vater zu retten ist meine Pflicht, nicht deine. Und ich bin kein Junge. Ich bin Rahotep von Dionysios. Ich gehe. Ich bin Bayek von Siva und ich bringe dich nicht in Gefahr. Das mache ich selbst. Du bringst mich nicht in Gefahr. Verflucht, Rahotep. Ich hätte dich festbinden sollen. Ach, die Hyäne will hinterher. Oh. Wir haben uns erst kennengelernt. Und doch bin ich immer ehrlich zu dir gewesen. Ich werde meinen Vater retten. Du bist zu nichts verpflichtet. Und du kannst mir überhaupt nichts verbieten. Ich bin nicht dein Sohn. Du bist nicht der Einzige, der Pflichten hat. Ich bin ein Magi. Und meine Pflicht ist, andere zu schützen. Magi? Die gibt es doch gar nicht mehr.
Nur Phylakes, die Dörfer plündern und Mütter ermorden. Die Beschützer sind korrupt. Wir brauchen neue Magi. Neue Beschützer. Das Volk und die Magi müssen zusammenstehen, Rautep. Das sehe ich nicht. Ist die Göttin die Antwort? Kleopatra? Das kann ich nicht sagen. Einer muss die Aufgabe der Magi erfüllen. Die Ehre und Ägypten gehen beide vor die Hunde. Ich werde Kinder haben und sie erziehen, damit... Hier drüben. Vorsicht. Wir sind beim Banditenlager. Ihre Wachen sehen uns noch. Ach je, Junge. Was? Okay. Es hat sowas von nichts gebracht. Ich glaube, da ist irgendwas. Ganz nah. Naja. Uns wird keiner überrumpeln. Komm her. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Und der nächste. Und nochmal der nächste. Ach so. Hm. Rautep, mein Sohn war wie du. Auch er kämpfte den Kampf eines Mannes und starb dabei. Bleib bitte versteckt. Nun gut, Baik. Diesmal werde ich auf dich hören. Aber wenn du fällst, nehme ich deinen Platz ein. Siehst du den Wachturm dort? Von Zeit zu Zeit verlassen die Wachen ihre Posten, um zu pissen. Dann können wir durch. Du hast einen Sinn für Strategie. Dein Vater muss stolz auf dich sein. Nun bleib im Schatten und warte. Ich hab das schon alles erledigt. Ich hab das schon alles fast erledigt. Erledigt. Oh. Wo ist denn jetzt der eine hin? Der macht Haya. Da bist du ja! Du hättest nicht herkommen! Scheiße. Der Tag der Sonne, die einzige Art, wie es sein konnte. Rehe gibt niemals auf oder fällt herunter. Die Sonne ist ein brennender Fels, das Licht dieser Welt ist überall, außer in der puren Finsternis meiner Träume, in denen das Fayum ewig brennt, der Sohn des Reh. Schon wieder? Hatten wir das nicht gerade schon? Okay, jetzt wird's knifflig. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Bin bereit. Endlich du schon wieder. Mir entkommt keiner. Ich erschieß ihn. Oh.
Was mache ich denn? Böser Vogel! Aus! Aus! Hey! Wow. Ich sollte mal weg hier gehen. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Mist, Mist! Geh aus! Verdammt! Ach, das brennt! Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, oh. Warum bist du? Verdammt! Hab ich dich! Kümmer du dich erstmal um das Krokodil, dann reden wir weiter. Du ruhst gleich in Frieden. Haha! Mir ein Kram bist du! Ja, du brennst. Mist! Ich bin der Ärger! So. Zack. Meins. Mal durchgucken. Meins. Hey! Ihm nach! Du kannst nicht fliehen! Krokodil haut ab. Dörfler, auf geht's! Wir müssen das Gebiet verlassen! Nein, ich stelle dich dadurch! Ihr brennt! Ihr fangt an zu brennen! Beeilung, weg hier! Okay. Wo genau sollen Pferde stehen? Was? Friss das, du Ratte! Ich sehe keine Pferde, aber egal. Rahotep! Du lebst! Hä? Ach so, da. Ich dachte schon, hä? Sind alle wohl auf? Wo ist mein Vater? Rahotep, es tut mir leid. Die Dämonen brachten ihn zur Krokodilgrube. Hm. Was hätten wir tun können? Dämonen bluten nicht wie die. Hört auf mich. Jeder von euch schuldet meinem Vater sein Leben. Turo, er ließ sich auspeitschen, um die Ehre deiner Tochter zu retten. Und du? Er hat die Wüste durchquert, um deinem Vater einen Heiler zu holen. Und jetzt braucht mein Vater euch. Wenn er noch lebt, retten wir ihn. Wenn nicht, rächen wir ihn. Auf jeden Fall kämpfen wir. Noch nö. Wahrlich, du bist deines Vaters Sohn. Du hast recht, Rahotep. Dämonen oder nicht, wir folgen dir. Ich auch oder eher ich nicht? Sind wir... Okay, das gibt's jetzt wirklich in der nächsten Folge. Macht's gut.